Es ist Donnerstagabend, meine sehr geehrten Damen und Herren, und pünktlich gibt es hier wieder die Meldungen aus unserer und für unsere Region. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung am 21. November 2019. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf. Ja, und damit starten wir in den zweiten Teil der kurzen Woche. Dabei soll es im Folgenden nochmals um die friedliche Revolution und Mauerfall 1989 gehen. Eine Aufgabe wird es in Zukunft nämlich sein, diesen sogenannten Spirit, also das Gefühl und die Stimmung, an die kommenden Generationen weiterzugeben. Hierfür gibt es schon Aktionen, bei denen Schülerinnen und Schüler ins Boot geholt werden. Frank Langer war bei einer solchen Aktion mit dabei. Im Museum Sächsisch-Böhmisches Erzgebirge, dem Bergmagazin Marienberg, haben Schüler zusammen mit Zeitzeugen bei einem Projekt über die Zeit vor der friedlichen Revolution gesprochen. Uz Rachowski, Schriftsteller und Autor, berichtete zusammen mit Dr. Martin Böttger vom Martin Luther King Zentrum Werdau über die Zeit in der DDR. Die Schüler sollten sich dabei mit dem Berichteten auseinandersetzen. Ausführen. Das Buch heißt übrigens Ehrlich und Gewissenhaft. Das ist ein Zitat aus seiner Verpflichtung. Er war sehr gewissenhaft, er hat alles ordentlich gemacht, die Mitgliederlisten geführt, aber ehrlich war er eben nicht. Ich habe versucht, nach 89 mit ihm Kontakt aufzunehmen. Er ist dann in den Westen gegangen. Die Geschichte systemkritischer Autoren und Zeitgenossen soll nicht in Vergessenheit geraten. Das war und ist unter anderem Ansinnen der Werkstatt. Und daraufhin bin ich zur Telefonzelle gegangen, habe im Telefonbuch nachgeguckt, im Ministerium für Staatssicherheit, es gab nämlich einen offiziellen Eintrag, Kreisdienststelle Hainichen. Dort habe ich also angerufen, hat sich auch ein Offizier gemeldet und dann habe ich gefragt, ich möchte den Herrn Rainer Burgel sprechen. Und der hat gesagt, den gibt es bei uns nicht. Da müssen aber alle Alarmglocken angegangen sein, denn die haben also dadurch gemerkt, dass er aufgeflogen ist. Für mich war es überhaupt keine Frage, hier teilzunehmen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Schulen auftreten darf. Und da gibt es interessante Gespräche, es gibt Runden, wo man gefragt wird, wie war es damals, wie hat man sich gefühlt in der DDR? Und das ist am besten von den Leuten gesagt zu bekommen, die es erlebt haben. Herr Rachowski, bei Ihnen ähnlich? Ich mache das manchmal ein paar Mal im Jahr, nicht so oft. Und ich halte es schon aufgrund meiner Lebenserfahrungen, auch und vor allen Dingen in der DDR, für sehr nötig, diese jetzige Schülergeneration ein bisschen davon zu erzählen, was wir in der DDR erlebt haben, wie wir versucht haben, diese demokratischen Rechte zu erreichen, die jetzt jeder nutzen sollte und kann, und die Schüler dazu aufzufordern, teilzunehmen an diesem Land. Susanne Hofmann, Amtsleiterin für Kultur und Tourismus, nannte weitere Beweggründe, diese Art der Auseinandersetzung mit der jüngeren Geschichte durchzuführen. Wir feiern in diesem Jahr den 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution. Es ist ein sehr wichtiges Thema für die deutsche Geschichte und wir möchten im Museum unseren Bildungsauftrag insofern erfüllen, dass wir mit Schülern gemeinsam an diese Zeit erinnern. Und zwar nicht nur theoretisch im Geschichtsbuch oder auf dem Papier, sondern wir haben Zeitzeugen eingeladen, die ihre Geschichte erzählen, die eine Beziehung zu dieser Zeit herstellen und die auf diese Weise es ermöglichen, die Erinnerung an die Zeit wachzuhalten, die aus der Geschichte zu lernen und die Verfehlungen aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Ich denke, es ist immer gut nachzufragen. Und Kinder sollten ihre Eltern befragen, ihre Großeltern, wie habt ihr es erlebt? Und was können wir daraus für die heutige Zeit gewinnen? Denn Gegenwart und Engagement in der Demokratie funktioniert am besten, wenn man über die Vergangenheit einigermaßen Bescheid weiß. Sehen Sie das ähnlich? Wir freuen uns vor allen Dingen sehr, dass erstmal von Seiten der Lehrer und auch hier von der Stadt Marienberg so ein wirkliches Interesse an unseren Geschichten, Lebensgeschichten und überhaupt an der Thematik besteht. Und sehr wichtig, in diesem fehlt noch immer ein Glied, und das sind die Eltern und Großeltern. Und wenn das ergänzt werden würde im Gespräch mit den Schülern in den Familien, wäre das eine ideale Geschichte, um diese Thematik dann wirklich auch so lebendig zu halten, würde ich sagen.
Kein einfacher Stoff, den die Schüler auf sich wirken lassen mussten. Die beiden Vortragenden wagten auch einen Ausblick auf den Fall, es hätte die friedliche Revolution nicht gegeben. Also die DDR war wirtschaftlich ziemlich am Ende. Ich sage ziemlich, nicht absolut. Es hätte vielleicht noch ein, zwei Jahre weitergehen können, dann wäre es so wie rumänische Verhältnisse, da ging es ja noch schlechter. Aber irgendwann war es uns zu viel. Dann ist die Masse gebrodelt und es war wie eine gesättigte Kochsalzlösung. Und das neue Forum, das war dann sozusagen der Faden, den man reinhielt in die Lösung und dann haben sich dann die Kristalle gebildet. Also irgendwann war der Punkt erreicht. Wann der Punkt erreicht war, wussten wir alle nicht. Im Museum Sächsisch-Böhmisches Erzgebirge, dem Bergmagazin Marienberg, wurde am 14. November ein Workshop mit Schülern des Marienberger Gymnasiums und Zeitzeugen auf die Zeit vor und zur friedlichen Revolution zurückgeblickt. Je oller, je doller ist ein gebräuchliches Sprichwort und das kann man getrost auf den nächsten Beitrag projizieren. Denn die Akteure bei der ISDE Vintage Trophy in Portugal sind nicht mehr die frischsten, aber trotzdem mit Biss. Es gab Motorgeländesport vom Feinsten mit Maschinen aus vergangenen Zeiten. Ja, und auch aus unserer Region waren Starter mit dabei. Einer davon war Uwe Weber. Ja, und die Aufnahmen im Folgenden, meine sehr geehrten Damen und Herren, wurden uns von seiner Begleitung zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Am 11. bis zum 16. November 2019 fanden die Six Days in Portimão, Portugal statt. Auch zum Programm und zeitgleich fand dort auch die Vintage Trophy 2019 statt, wo die älteren Generationen des Enduro-Zirkuses die Strecke bezwingen durften. Und in den beiden Mannschaftswettbewerben haben wir jeweils den zweiten Platz hinter den Italienern. Aber wir haben gedacht, weil sie nächstes Jahr Veranstalter sind, lassen wir sie das Ding gewinnen. Jawohl. Alles gut. Grüße nach Hause. Die große Ära des MZ-Piloten Uwe Weber begann erstmals 1982, indem er Mitglied der Silbervasenmannschaft bei den Six Days in der Tschechoslowakei war. Bis in die 90er Jahre gehörte er zu diesem Team. Dadurch glänzte der Weltmeister von 1987 bei den Six Days 1991 noch einmal mit der Trophy-Mannschaft, indem er Silber gewann. Nach einigen anderen Erfolgen ließ er dann letztendlich seine Karriere ausklingen. Er verlor noch nie den Sport aus den Augen, da er vor kurzem in Portugal wieder an seine alten Six Days Zeiten anknüpfte. Sein Comeback wurde durch die Vintage Trophy erst möglich gemacht, die vor wenigen Jahren ins Programm der 6-Tage-Fahrt ISDE aufgenommen wurde. Die Vintage Trophy ist für Fahrer, die auf ihren alten, betagten Oldtimer-Maschinen 3 Tage statt den üblichen 6 Tagen an diesem Saisonhöhepunkt teilnehmen können. Bei der letzten Auflage des Events in Chile siegte Deutschland mit Jens Bosdorf, Sven Roth und dem Längefelder Jens Österreich. 2 von ihnen waren auch jetzt wieder mit dabei in Portugal und durften erneut wieder mit Uwe Weber jubeln.
da sie in den zwei Mannschaften Official Vintage Trophy und in der Official Veteran Trophy den zweiten Platz belegten, hinter den Italienern, mit einem Rückstand von rund 1 Minute 38 in der Official Vintage Trophy. Und in der Official Veteran Trophy hatten sie einen Rückstand von 31 Sekunden. An dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt es den obligatorischen Blick in unseren Service-Block mit dem Regionalwetter, den Verkehrshinweisen und den Polizeimeldungen. Augustusburg. Ungesicherter PKW rollt Berg hinab und verletzt Frau schwer. Am Dienstagabend, 19. November, 20.10 Uhr, parkte ein 27-Jähriger seinen PKW Seat am rechten Fahrbahnrand der Jägerhofstraße. Aufgrund des starken Gefälles rollte der geparkte PKW selbstständig los und streifte einen ebenfalls am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW VW einer 37-Jährigen. Danach erfasste der weiterrollende Seat eine 57-jährige Fußgängerin, welche sich bei Entladearbeiten an der Beifahrertür eines PKW VW befand. Bei dem Aufprall wurde die Fußgängerin zwischen der Beifahrertür und dem Seat eingeklemmt, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Es entstand Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Ja, wegen Durchführung einer Ansitzdrückjagd wird die Staatsstraße S213 vom Abzweig Seifengrund bis Ortseingang Seifen am kommenden Samstag, den 23. November, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der heutige Tag war aus der Kategorie typisch November. Grau und nass und auch wenn die Temperaturen ganz moderat waren, änderte das nichts an dem Sachverhalt, dass der Tag einfach nur pfui war. Auch in den Abend- und Nachtstunden bleibt der Himmel bedeckt und blickdicht und zu einem Überfluss spielt auch der Nebel wieder eine große Rolle. Mit dabei auch leichter Regen. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 80%. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 99%. Also die Fakten sprechen gegen einen Abendspaziergang. Sollten Sie dennoch raus müssen oder wollen, dann nur mit Regenjacke. Tja, und jetzt noch die Temperaturen. In Olbernhau am Ufer der Flöhr übernachtet das Quecksilber bei 4 bis 6 Grad. In Marienberg am Schopauer Tor stehen zwischen 3 und 5 Grad in den Anzeigen der Thermometer und in der MZ-Stadt Schopau gibt es an den Anlagen wie in Marienberg zwischen 3 und 5 Grad. Der Wind haucht dabei nur gering mit um die 3 Kilometer pro Stunde aus Süden. Morgen am Freitag gibt es eine Änderung. Schon von früh ab ist der Himmel leicht bewölkt und die Sonne meldet sich auch wieder zum Dienst. Im weiteren Tagesverlauf ändert sich daran auch nicht viel am Firmament. Bis zum Abend bleibt der Himmel leicht bewölkt und die Sonne rechnet am Ende des Tages in Summe bis zu 4 Arbeitsstunden ab. Leicht bewölkt geht es dann auch in die Nacht hinein. Also die Regenjacke, meine sehr geehrten Damen und Herren, die hat Pause. Das Niederschlagsrisiko trägt die Null. Temperaturmäßig zeigt der Trend für die kommenden Tage leicht nach oben. So werden morgen in Seifen schon am Fuße des Schwartenbergs zwischen 4 und 6 Grad erwartet. In Schönbrunn am Ambossgut kämpft sich das Quecksilber auf 4 bis 7 Grad und in Waldkirchen unten an der Mühle gibt es die Höchstwerte im Sendegebiet 5 bis 8 Grad werden dort erwartet. Der Wind, der tritt auf Südosten und tritt dabei aufs Gas. In frischen Böen weht er bis zu 48 Kilometer pro Stunde. Ansonsten leicht mit um die 13 Kilometer pro Stunde, wie gesagt, aus Südosten.
Tja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick aufs Wochenende. Der Samstag wird dann auch leicht bewölkt und es bleibt trocken. Bei 4 bis 7 Grad macht der Temperaturtrend einen leichten Knick. Aber das gibt sich später dann wieder, versprochen. Der Wind bleibt am Drücker und weht frisch aus Südosten. Am Sonntag ist der Name dann wieder mal Programm. Die Sonne lacht von einem leicht bewölkten oder sogar wolkenlosen Himmel. Und das natürlich ganz ohne Niederschlag. Mit den zu erwartenden 4 bis 9 Grad kratzen wir an der Grenze zum Zweistelligen. Der Wind dreht auf Süden und weht von dort nur leicht. Ja, und die genaueren Informationen zum Wochenendwetter gibt es dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal aus dem Regionalwetterstudio. Das war's dann auch schon vom Donnerstags-Megional. Und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende von unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Freitag für Sie hier zur Stelle. Und klar würde ich mich freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen finden Sie im Internet unter www.mef-lein.de. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.